willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir wieder ein Pick-a-Card mitgebracht. Diesmal zum Thema, wer oder was erwartet dich im September? Und ich habe dir wieder drei Stapel mitgebracht. Bitte wähle ein oder mehrere Stapel aus. Hör da ganz auf deine Intuition. Bitte beachte, es geht hier um ein Kollektiv-Reading, Botschaften, die für dich sind. Spürst du, dass sie für dich sind, und die anderen lässt du bitte einfach weg. Wir beginnen mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Monatsorakel für September. Wer oder was erwartet dich im September? Ich bin schon ganz gespannt mit dir. Du hast dich ja für diese wunderschöne Karte entschieden mit den drei Frauen. Und die Botschaft ist da, dass du im September dich mit deiner Seelenfamilie umgeben darfst. Das heißt für manche von euch, dass vielleicht auch der ein oder andere Seelengefährte in dein Leben kommen darf, freundschaftlich, vielleicht romantisch, vielleicht aber auch ein neues Arbeitsumfeld. Oder wenn das bei dir nicht der Fall ist, dass es einfach im September für dich Zeit wäre, viel mit Menschen ja zu unternehmen, sie zu sehen, die du wirklich magst, wo du wirklich weißt, das sind meine Soulmates, diese Menschen liebe ich, und vielleicht sind im September auch viele Feste, vielleicht viele Geburtstage, vielleicht hast du ja auch Jungfrauen in deinem Umfeld, die im September Geburtstag haben, vielleicht hast du selbst Geburtstag, oder es gibt einfach andere Gründe, Festivals, Partys oder Dinge, die du unternehmen möchtest mit deinen Liebsten. Und das wäre einfach sehr, sehr gut, weil ich bekomme halt so die Energie hier bei dir rein, dass wenn das in letzter Zeit nicht so der Fall war und du eher viel Zeit mit dir alleine verbracht hast, dass es jetzt wirklich so mehr darum geht, dass du dich wieder mit Menschen umgibst. Ich kriege diese Energie aber generell so ein bisschen für den September rein, dass das ja empfehlenswert für viele von uns wäre, sich wieder, und ich meine das jetzt natürlich nicht mit Menschen, die dir nicht gut tun, sondern wirklich nur Menschen, von denen du weißt, oder Tiere natürlich auch, die wollen wir auch nicht außen vor lassen, von denen du einfach weißt, es tut dir gut, mit diesen Menschen umgibst du dich gerne. Und dass es halt darum geht und es mehr wird. Und für manche von euch, ich weiß das ja auch, dass einige von euch ja auch viel alleine waren in der letzten Zeit, und dass es da halt echt wieder darum geht, so das Herz zu öffnen und da eben wieder reinzugehen und sich zu öffnen auch für neue Menschen, die sich da zeigen möchten. Schauen wir, also genau, das ist so das eine. Was ich aber noch reinbekomme ist, dass hier für jemanden die Botschaft ist, dass im September, wenn du mit dem Gedanken spielst, was mit deinen Haaren zu machen, ich finde, dass es hier so, also es springt so für mich total raus, wenn du deine Haarfarbe verändern möchtest oder deinen Haarschnitt verändern möchtest, dass es im September auch sehr empfehlenswert ist, wenn du das tust. Aber bitte nur, wenn du diese Intention hast. Wenn du sagst, ich bin absolut glücklich, wie meine Haare aussehen von der Farbe, vom Schnitt her, dann bitte mach auch daran nichts. Aber das ist hier für auch jemanden eine Botschaft. So, schauen wir weiter. Wer oder was wartet auf dich? Du hast hier Selene mit der Mondweisheit. Ich erlaube mir gleichermaßen Phasen der Sichtbarkeit und des Rückzugs. Und genau das bekomme ich so rein, weil bei vielen von euch war es so in der letzten Zeit, für die, die viel alleine waren, dass im September da so ein Gleichgewicht reinkommen darf zwischen, dass du dich mit Menschen umgibst, aber natürlich auch wieder für dich bist, und dass das in eine Balance kommt. Und mit der Mondgöttin kommt da auch rein, dass es für dich gut wäre, wenn du das nicht eh schon vermehrt machst. Manche von euch, ihr macht das sowieso,
sich mit dem Mond zu verbinden. Bedeutet halt, vielleicht auch im Mondlicht mal spazieren zu gehen und sich rauszusetzen, den wirklich so im Mondlicht das so mal zu genießen, ihn anzuschauen, und auch mit den Mondzyklen vor allen Dingen zu leben. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, es gibt auch eine super App, sich einen Mondkalender runterzuladen, wo du nachgucken kannst, wann die Neumonde sind, wann Vollmonde sind und dass du mit den Zyklen des Mondes mehr lebst. Es ist halt auch eine Art, deine Weiblichkeit, also oder deine weibliche Urkraft auch zu ehren und sie zu leben. Und eben, es gibt ja dann auch immer gewisse Dinge, die zum Beispiel zum Neumond gut sind oder die dann gut sind zum Vollmond oder es gibt halt auch astrologisch kann man auch zum Beispiel nachgucken, das ist auch ein ganz großes Thema, wie der Mond steht, in welchem Sternzeichen, dass man an diesen Tagen zum Beispiel keine Operationen durchführen soll, wenn das in dem Sternzeichen steht, was für diese Körperteile zugeordnet ist, weil jedes Sternzeichen ist für verschiedene Körperteile zugeordnet und deshalb, es gibt so Mondweisheiten. Und wir wissen ja, dass der Mond einfach auch also das Meer ja auch steuert. Es ist einfach ein großer Einfluss. Und der Mond in deinem eigenen Horoskop ist deine eigene Gefühlswelt. Es ist deine eigene Weiblichkeit. Es steht auch für das Zuhause oder auch für die Mutter. Und es kann auch sein, dass das jetzt bei dir auch ein Thema im September wird, dass das Mutterthema noch mal hochkommt, entweder weil da was geheilt werden möchte in Bezug auf deine Mutter oder in Bezug auf, dass du eine Mutter bist mit deinen Kindern. Es kann aber auch sein für den einen oder anderen, dass du vielleicht mit dem Gedanken spielst, Mutter zu werden oder gerade schwanger bist und dich deshalb sowieso sehr viel mit dem Thema Mutter werden auseinandersetzt oder du bist vor kurzem Mutter geworden und hast jetzt einfach, ja, das ist einfach ein großes Thema jetzt natürlich, wenn man ein kleines Kind jetzt hat oder ein Baby hat. Das kann es sein. Sonst, wenn es mit dem Mutterthema jetzt mit anderen Personen nichts zu tun hat, kann es aber auch sein, dass im September für dich nochmal das Thema deine eigene Weiblichkeit, ob da vielleicht eine Verletzung vorliegt und da darfst du nochmal reingehen oder wie lebst du deine Weiblichkeit, wo du dann zum Beispiel auch sagst, ja, das liebe ich, das tut mir richtig gut, wie ich meine Weiblichkeit lebe und dass du den Mond einfach mit einbeziehst und die Yin-Energie mit einbeziehst, weil dich das weiterbringt und eben in diese Balance zu kommen zwischen du bist sichtbar und mit anderen extrovertiert und zeigst dich. Und das kann ja jetzt auch online sein, dass du dich zeigst. Muss ja auch nicht immer physisch sein, dass du jetzt vor in eine große Menschenmasse gehst. Aber dann eben auch wieder in den Rückzug gehst, auftankst, bei dir bist, dich fühlst, weil der Mond ist dein Gefühlsleben. Und im September bekomme ich so rein, für manche von euch ist auch das Thema Zuhause ein großes Thema also wo du dich vielleicht fragst, ob du an dem Ort, wo du gerade lebst, richtig bist oder ob du umziehen möchtest in der Zukunft oder es kann auch sein, ob du mit den richtigen Menschen dort lebst, dass du dich das auch fragst und da so wirklich so Zukunftsfragen auch in Bezug auf dein Zuhause hast. Ich habe aber auch gerade so ein bisschen reinbekommen, aber weil ich auch mit diesen Haarfarben, dass manche von euch vielleicht auch euer Zuhause umgestalten wollen, eine neue Farbe reinbringen wollen, vielleicht die Wände neu streichen, habe ich gerade gehört, oder auch umdekorieren und dadurch auch eine andere Farbe reinzubringen durch Accessoires. Wow, schauen wir weiter. Du hast das die Erdtor-Chakra-Aktivierung mit Lernerfahrung, Übertragung von Weisheit und Erdintelligenz. Und das ist für mich jetzt auch, es geht hier um das Wurzelchakra auch verbunden damit, aber klar auch das Erdtor-Chakra und die Aktivierung, dass du dich noch mehr zu Hause fühlst,
auf Mutter Erde. Also hier wird eine Aktivierung bei dir stattfinden im September, warum sich das Gefühl deiner Verwurzelung verändert. Und du wirklich, also Mutter Gaia oder die Erde, ist ja ein eigenständiges Wesen mit einer eigenen Intelligenz und mit einem eigenen Bewusstsein. Und das ist jetzt hier auch für viele Starseeds von euch, viele Lightworker, die sich damit identifizieren. Du hast ja so eine Wunde, dass du tief im Innern weißt, dass du nicht von dieser Erde kommst und dass es nicht dein Heimatplanet ist. Und deshalb haben Starseeds ganz oft das Problem, richtig geerdet zu sein und sich richtig verbunden zu fühlen und hier zu Hause auf dieser Erde. Deshalb strugglen auch viele Lightworker oder Starseeds mit so ganz vielen, also vor allen Dingen mit dem Wertesystem der Gesellschaft, mit Materialismus und mit Geld ganz oft, weil die das eigentlich nicht verstehen wollen. Weil wenn du ein Starseed bist, fragst du dich halt wirklich, okay, was eigentlich das Thema Geld, also warum das überhaupt so gekommen ist, weil es auf deinem Heimatplaneten, also du kommst aus einer Hochkultur und da existiert kein Geld. So, aber trotzdem möchte ich jetzt hier überhaupt nicht weiter reingehen, weil dir das überhaupt nicht hilft, nämlich da weiter reinzugehen und zu sagen, ich lehne Geld ab und ich will das nicht und ich will dieses Menschsein nicht, weil das wird dich nur dazu bringen, dass du hier Schmerzen erfährst, dass du nicht das Leben lebst, was du möchtest, weil du ständig im Geldmangel bist, weil du die Bedürfnisse nicht erfüllen kannst oder weil du dich, also jetzt gehen wir auch mal vom Thema Geld weg, weil du dich einfach hier nicht zu Hause fühlst und ständig eine Sehnsucht hast und dieser Schmerz nur immer schlimmer wird. Und das ist eine ganz krasse Lernaufgabe von Starseeds, sich hier zu Hause zu fühlen und sich richtig mit Mutter Erde zu verbinden und sie zu ehren mit dem Bewusstsein, weil du bist hier hingekommen. Das ist nämlich die andere Seite, die aber sehr oft dann auch vergessen wird natürlich. Du bist hier hingekommen, um der Menschheit und der Erde zu helfen, um sie in ein höheres Bewusstsein, nämlich das, was du kennst, woher du kommst, wieder in eine Hochkultur zu bringen. Man nennt das ja auch goldenes Zeitalter, gibt viele Namen dafür. Und du bist ein Begleiter davon, ein Befürworter dafür und ein Unterstützer. Deshalb bist du hingekommen und deshalb ist es so wichtig, dass du das auflöst, dich dagegen zu wehren, in den Widerstand zu gehen und indem du Geld ablehnst oder generell auch wie Menschen leben, lehnst du auch zum Teil erstens etwas in dir ab, weil du bist ja hier auch ein Mensch, du bist ja in einem menschlichen Körper, du hast dich dazu freiwillig entschieden und ich weiß, schmeiß jetzt nicht direkt das Video weg, weil ich fühle dich. Es gibt Momente, wo ich mich hart frage, warum ich das getan habe und mich dafür freiwillig entschieden habe. Und ich kenne euch. Und andere wird auch sagen, an manchen Tagen habe ich harte Zweifel, ob ich dazu wirklich Ja gesagt habe. Aber Ja hast du. Wir sind nicht hier, also wir sind alle hier aus einem Grund und weil wir Ja gesagt haben, um diese Erde zu unterstützen. Und deshalb ist es so wichtig und vielleicht wirst du das merken, dass dieses Thema auch so hochkommt oder dass du vielleicht auch mehr Sehnsucht im September bekommst, mehr in die Natur zu gehen, dich wirklich mit Mutter Gaia mehr zu connecten. Und hier ist auch wieder der Regenbogen. Also auch da, vielleicht hast du eine Regenbogen-Aura, aber vielleicht ist es auch, dass du also was ganz Krasses auch empfindest, wenn du einen Regenbogen siehst. Und es geht halt darum, ich meine, der Planet Erde, der hat so schöne Flecken, es gibt so schöne Orte, also die Natur, je nachdem, also klar, was du natürlich auch vor Vorzüge hast oder was du als schön oder ästhetisch empfindest, ist ja für jeden was anderes, aber ich glaube, jeder von euch kann einen Ort nennen oder ein Naturwunder, also, oder irgendwas in der Flora und Fauna, was du wunderschön findest. Und genau darum geht es, sich darauf zu fokussieren, was hier auch ja wunderschön ist und dass diese Erde ja auch ein einziges Wunder ist, dass dieser Planet existiert, dass wir hier leben können, dass wir hier atmen können und dass wir in diesem
unbegreifbarem, riesigen, unendlichen Universum existieren. Es ist ein einziges Wunder. Und ich glaube, das ist ein Teil einer Lernerfahrung von dir, dich mehr als Wunder anzusehen und die ganze Welt und die Menschheit und sich halt auf das zu fokussieren, den Auftrag, den du hier hast, die Mission, die du hier hast, das mit zu begleiten, es in eine höhere Frequenz zu bekommen und sich hier zu connecten, mit Mutter Erde hier wirklich zusammenzuarbeiten, anstatt gegen sie, um damit der Menschheit zu helfen, dass sie in höhere Ebenen, also in höhere Bewusstseinsebenen, in andere Dimensionen kommen kann und sich aus, ja, wir wissen ja, mehr aus der 3D-Welt, mehr in die 5D, 6D, 7D, 8D und es gibt ja noch weitere, höher schwingen kann. Und das ist irgendwie ein großes Thema bei dir im September. Deshalb bekomme ich hier für manche auch rein, dass manche von euch es immer klarer wird, was ihr hier für eine Bestimmung habt. Und vielleicht ist es bei manchen von euch auch wirklich aktiver Umweltschutz. Das ist nicht für jeden die Botschaft, aber es ist für den einen oder anderen die Botschaft, wenn du eh eine innere Stimme hast, die dir sagt, dass du etwas für Tiere machen möchtest oder halt auch wirklich für die Erde, dass es da besser geht. Und für andere hat das damit nichts zu tun, sondern ihr habt einen anderen Auftrag, dass ihr von eurem Bewusstsein, von eurem psychologischen Verständnis, von eurer emotionalen Intelligenz anderen Menschen helft, so dass diese Menschen in ein anderes Bewusstsein gehen. Wow, schauen wir mal weiter. Ja, du hast hier Radiant Abundance und das ist das, was im September passieren wird, dass deine Energie höher schwingt. Und dadurch, also bist du selber, du strahlst das aus, ein höheres Level von Energie. Also für dich ist im September durch diese Aktivierung, ist es für dich möglich, in eine andere Timeline zu gehen und dir eine neue Realität zu erschaffen, in der du mehr, also ich krieg das so rein, du bewusster noch deinen Seelenweg lebst, deine Bestimmung lebst und dir einiges im September nochmal darüber klar wird, was Teile deiner Mission hier sind, womit das was zu tun hat. Und für manche, auch weil jetzt hier auch die Erde ist, ist es auch, dass du verstehst, dass du noch mehr reisen möchtest oder noch mehr von der Welt entdecken willst und noch mehr Kulturen. Und für andere ist es nicht, dass ihr diese physischen Reisen macht, also für manche ja ist es das, aber für andere ist es innerlich zu reisen, sich noch mehr mit anderen Kulturen, auch aus der Vergangenheit mit Hochkulturen zu beschäftigen, sich mit der Mondenergie zu beschäftigen, mit Mutter Erde mehr zu beschäftigen, mit dem Wurzelchakra sich noch mehr zu beschäftigen, um diese Erdung hinzubekommen. Und dadurch wirst du zu einem Füllemagnet. Also du kriegst da so ein Level up und vielleicht werden dir auch öfter jetzt Tiger gezeigt oder du gehörst sowieso zu den Lyra Starseeds, weil die sind immer so verbunden mit Katzen. Ich kriege ja auch rein Vibes vom alten Ägypten, dass da meine Inkarnation war, dass die vielleicht auch wichtig ist, dass du im September dich damit vielleicht nochmal beschäftigst, dass du dich auch mit der Hochkultur der Ägypter nämlich auseinandersetzt, dass da vielleicht nochmal was ist oder du da wirklich auch hinreisen möchtest oder da auch hinreist im September. Das bekomme ich noch rein. Wow. Oder du vielleicht echt eine Reise machst und auch in der freien Natur einen Tiger siehst. Das vielleicht auch für den einen oder anderen. Schauen wir weiter. Wir haben jetzt hier die fixen Zeichen. Das ist Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Vielleicht bist du eines dieser Sternzeichen oder Menschen mit diesen Sternzeichen spielen im September eine große Rolle für dich. Hier geht es darum, dass du ein neues Verständnis bekommst von Stabilität und zwar, dass du dir selber
dich in dir sicherer und stabiler fühlst. Und deshalb ist dieses Erdtor-Chakra oder das Wurzelchakra auch so wichtig für dich, weil das der Struggle von vielen Starseeds ist, dass sie sich immer unsicher fühlen und nicht geerdet fühlen, weil sie immer eher im Kronenchakra sind und nicht im Erdchakra, nicht im Wurzelchakra, sondern sie sind immer eher in der 5D-Welt, immer eher connected mit dem Universum, eher guckst du, hast du deinen Blick so zu den Sternen gerichtet, du fühlst dich da wohler, du fühlst dich wohler, wenn es um den Geist geht, anstatt manchmal, was man hier alltäglich als Mensch im physischen Leben so betreiben muss, an Verpflichtungen. Und das darf sich aber bei dir ändern. Du darfst halt. Und ich glaube, dass das ist wirklich ein Thema für manche von euch, dass ihr eure spirituelle Seite und diese 5D-Seite und dieses, ne, nach oben sich connected zu fühlen und andere Werte zu haben als viel, was hier auf der Erde gelebt wird und dieses Nicht-Verstehen von, ich möchte in einer Hochkultur leben, warum ist hier keine Hochkultur gerade, dass du das vereinbarst mit deinem menschlichen Leben und das kriegst du nur hin, indem du deinen Seelenweg bewusster gehst und deine Bestimmung lebst, indem du halt wirklich dein eigenes Wertesystem in dein Leben integrierst und aufhörst, es zu trennen, weil das ist nämlich echt immer etwas, was einen inneren Konflikt bringt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Job hast, der dich nicht erfüllt, der nichts mit all diesen Themen zu tun hat, nichts Spirituelles an sich hat und du dann das Gefühl dort hast, es laugt mich nur aus, es interessiert mich nicht wirklich, was ich da mache und ich mache das nur wegen dem Geld, weil ich das Geld brauche, um zu überleben oder um mir halt das leisten zu können, was ich mir leisten will oder weil ich halt auch finanzielle Verpflichtungen für andere Menschen habe oder für ein Haus oder was auch immer es jetzt für jeden ist. Aber das aus diesem Gefängnis, weil das fühlt sich ja irgendwann auch als ein Gefängnis an, kannst du nur raustreten aus, also von innen. Also jedes Gefängnis geht nur von innen auf, du hast den Schlüssel dafür. Und du musst den Schlüssel umdrehen und dir selber klar machen, dass du einschränkende Gedanken im Endeffekt hast, warum du glaubst, diesen Job machen zu müssen, obwohl du den nicht machen möchtest. Und das gilt es zu überwinden und mutig zu sein, diesen Schritt zu gehen, dass du etwas machst, vor allen Dingen berufsmäßig, was du den ganzen Tag nämlich machst, was du liebst und wo du aufhörst, deine 5D-Welt, die spirituelle Welt, von der 3D-Welt, diesen Alltagsverpflichtungen zu trennen, sondern sie miteinander zu verbinden. Und das wird dich viel glücklicher machen. Und es ist hier für jemanden das Thema, nicht für alle. Das halt hinzubekommen und das gibt dir viel mehr Stabilität für dich selber, weil du authentischer lebst. Und vor allen Dingen hier ist der Schlüssel Loyalität, weil indem du etwas tust, wo du nicht hinterstehst, bist du dir selbst gegenüber nicht loyal. Und das führt immer nur zu inneren Konflikten oder dazu, dass du dich ausgelaugt fühlst oder schlecht fühlst, auch wenn du das vielleicht dann nicht richtig verstehen kannst, woher es kommt. Deshalb, die Botschaft sollte rausgehen, das ist für jemanden was. Für andere von euch, die sowieso schon längst auf dem Weg sind und beruflich auch das tun oder auch privat das Leben leben, was ihr leben wollt, bei euch gibt es nur noch ein Level Up, dass da noch mehr das Gefühl von Stabilität und dass du dich zu Hause fühlst in dir selbst und dass du dadurch vielleicht auch dein eigenes Zuhause veränderst, so dass es noch mehr du bist, so noch mehr dein Selbstausdruck oder dass du umziehst, weil es deinen Selbstausdruck einfach nur noch größer oder noch schöner wiedergibt. Auch zum Thema Geld kann es sein, dadurch, dass du ein Level Up machst und sowieso schon das tust, was du liebst, dass der September ein sehr lukrativer Monat für dich sein kann, wo du tolle Projekte hast oder
wo du eine Beförderung erhältst, wenn du angestellt bist, oder halt wirklich, wenn du selbstständig bist, neue Kunden kommen, vielleicht der Kundenkreis einfach immer und immer größer wird, oder dass deine Online-Präsenz immer größer wird, du vielleicht tolle Kooperationen eingehst, mehr Produkte oder mehr Dienstleistungen verkaufst und es ein richtig guter Monat wird, der dir dieses Gefühl von Stabilität gibt. Und dass du dich auf dich selbst verlassen kannst und dass du ja, dich gut fühlst mit deinen Finanzen oder in deinem Zuhause dich gut fühlst. Schauen wir weiter. Ich bin Leichtigkeit. Ich lasse los, was mich belastet und erkenne, dass mein Leben leicht sein darf. Und wow, das ist für mich so eine riesige Energie, die ich hier eh gespürt habe. Für dich ist der September wirklich nochmal so ein Transformationsmonat, wo du wirklich nochmal reingehen darfst und entscheiden darfst, was belastet mich und was darf gehen, was gehört nicht mehr zu mir, und dass du im September nämlich auch anfängst, dich davon zu lösen und halt auch schon Schritte einleitest, um eben die Situation zu verändern. Und für manche ist es das Thema Zuhause, für andere ist es das Thema Job, für andere ist es aber auch das Thema Menschen, Menschen in deinem Umfeld. Auch da nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, okay, welche Verbindungen hier sind bereichernd und beglückend für beide Seiten und welche nicht. Und da eben auch loszulassen, wenn es mit irgendjemandem nicht funktioniert und es belastend ist. Da genauso, oder dass eben auch ein Mensch sich von deinem Leben dann da verabschiedet, kann natürlich genauso sein, wo du aber dann vielleicht also im Nachhinein auch merken wirst, ja, es war besser so, weil irgendwie haben wir andere Seelenwege. Genauso wie mit jetzt Job, zu Hause oder ein anderes Ziel, was du hast, oder eine Verpflichtung, die du hast, wo du einfach weißt, okay, das belastet mich. Dann überleg dir, wie du das loslassen kannst und wie du, weil das ist das, was deine Seele möchte, innerhalb vom September, also bis Ende September, dass du dich leichter fühlst, dass du dich freudvoller fühlst. Und ich bekomme so rein, wirklich von einem Ballast befreit, und das ist für jeden was anderes, was der Ballast ist. Und denk dran, wenn ich es gerade ausgesprochen habe, woran hast du als erstes gedacht, was dich belastet? Das Thema oder der Mensch wird es sein? Schauen wir in dein Liebesorakel. Du hast sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Das ist jetzt zum Beispiel auch für die Singles da draußen. Es kann gut sein, dass du im September jemand Neues kennenlernst. Und dass es einfach ganz wichtig ist, dass du dir Zeit lässt mit diesen Menschen und ihr euch über Gespräche richtig gut kennenlernt. Und das ist hier eine Warnung wirklich für jemanden, es nicht zu überstürzen, nicht direkt körperlich zu werden, sondern erst einmal diesen Menschen kennenzulernen, den Charakter. Das wird dir einiges nämlich ersparen, weil sonst läuft man so schnell Gefahr, blind zu sein und im Adrenalinrausch zu sein und dann nämlich Red Flags, also irgendwelche toxischen Muster, nicht zu erkennen. Und deshalb bremst dich da, wenn das sowieso ein Problem von dir ist. Wir sollen ja eigentlich nicht Probleme sagen, eine herausfordernde Eigenschaft, nennen wir das mal so. Wenn es das ist und du weißt, dass du da irgendwie ungeduldig bist oder dass du in der Vergangenheit immer ganz schnell in irgendwas reingesprungen bist, dass du einfach diesmal dir sagst, nein, ich mache das nicht. So, das wäre jetzt für die Singles. Für die, die vergeben sind, geht es auch darum im September, dass es eurer Beziehung einfach unglaublich gut tut, wenn ihr im September Gespräche führt über das, was ihr wollt in der Zukunft. Weil wenn ihr ein Thema zu Hause ist und ihr euch vielleicht im Zuhause auch verändern wollt, wäre es ja nur sehr empfehlenswert, darüber zu sprechen, wer welche Bedürfnisse hat und wie das neue Zuhause dann vielleicht aussehen soll, oder wenn man das aktuelle Zuhause umgestalten möchte, dass man auch darüber spricht. Es kann aber auch sein, dass natürlich auch irgendein Thema nochmal aufkommt. Ein Mutterthema kann natürlich auch aufkommen, Weiblichkeit zu leben. Weibliche Energie tragen Männer wie Frauen in sich. Also das kann alles ein Thema sein, was einfach euch beide, wenn ihr darüber sprecht, oder auch Thema Geld kann auch noch mal ein Thema sein, dass man sich gegenseitig vielleicht auch unterstützt, dass man noch mal mehr zu diesem Füllemagnet wird. Aber natürlich auch,
kann es ja ein anderes Thema auch in der Partnerschaft sein, wie man vielleicht wieder noch mehr Romantik wieder ins Leben reinbekommt oder sich datet oder sich eine schöne Zeit miteinander macht und tolle Gespräche einfach führt, die noch mal mehr einen sich gegenseitig auch kennenzulernen, weil auch wenn man viele Jahre zusammen ist, ich glaube, es gibt immer etwas Neues an dem anderen zu entdecken. Aber wenn man natürlich über nichts spricht, dann gibt es vielleicht auch irgendwann nichts mehr zu entdecken. Also das auch auf jeden Fall. Und dann hat das jetzt noch für mich so einen ganz anderen Vibe. Nimm mal alle Menschen weg. Also klar, es kann auch für Freundschaften gelten, ne? Wenn du jetzt neue Freunde vielleicht kennenlernst oder auch aktuelle Freunde, die du schon lange hast. Auch da, dass ihr vielleicht nochmal miteinander einfach tiefe Gespräche habt und euch gegenseitig so auch besser kennenlernt, weil auch gerade in langfristigen Verbindungen, auch in Freundschaften, kann es sein, dass man sich echt ein bisschen entfremdet, weil beide Menschen entwickeln sich ja auch und es kann ja wirklich sein, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was der andere wirklich mag oder was den jetzt interessiert. Und es wird für jede Verbindung, egal welche es ist, ist es einfach von Vorteil, im September zu sprechen. So, dann geht's hier aber auch um dich selber noch und um deine Spirit Guides. Es geht darum, dass du im September die Möglichkeit erhältst, auch etwas über dich selbst noch besser zu verstehen und dich selber auf einem tieferen Level kennenzulernen. Und das ist wichtig für deine Entwicklung und das kann sich auch äußern in der Verbindung zum Universum oder zu deinem geistigen Team oder zu deinen Spirits, Engeln, wie auch immer du die nennst, dass auch da sich nämlich etwas zeigt, weil ich finde hier halt, das Wesen ist bei mir so hochgekommen, dass sich vielleicht auch neue Spirit Guides, also neue Wesen zeigen oder melden, mit denen du vorher nicht verbunden warst, bewusst. Also unbewusst sind wir ja sowieso mit allem verbunden, aber bewusst. Und das kann auch sein, dass da nämlich jemand aus der 5D-Welt nämlich reinkommen will, der oder die dir helfen möchte und sich zeigen möchte. Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass du auch im September immer mal wieder in den Rückzug gehst, in die Stille gehst oder in eine Meditation gehst, damit du die bemerkst. So, schauen wir weiter. Du hast hier Reconsider von den Engeln und das ist das auch nochmal reinzugehen, zu reflektieren, nochmal in die Stille zu gehen und nochmal über Themen nachzudenken, die dich vielleicht triggern, die dir im September begegnen und dann wirklich nochmal für dich zu sehen, sehe ich das jetzt aus einer anderen Perspektive? Kann ich das jetzt anders machen? Kann ich da jetzt Heilung reinschicken? Merke ich jetzt, wenn ich mit der Person konfrontiert werde oder mit der Situation, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, anders zu reagieren als früher? Und schon hast du einen Karma-Zyklus durchbrochen, indem du anders reagierst. Sorry. Indem du anders reagierst auf etwas, weil so durchbrichst du ja ein Muster. Und hier ist etwas. Wow, schauen wir noch in dein Tarot. Ich danke der Emotionspilotin. Ich habe heute schon einen Beitrag gemacht. Sie hat mir dieses Tarot geschenkt. Ich bin so dankbar. So, danke, danke, danke. Du hast den König der Stäbe. So, und das kannst jetzt du sein. Dass das deine Energie ist. Also, das wäre jetzt auch Sternzeichen Löwe, Schütze oder Widder. Es kann aber auch ein anderer Mensch sein, dass das ein Mensch ist, mit dem du eh zu tun hast. Das ist ein Freund, das ist romantischer Partner oder jemand, den du neu kennenlernst. Und die Energie von diesem König der Stäbe ist, du bist dir deiner Potenziale bewusst. Du entdeckst auch noch mal mehr Potenziale. Also es kann auch sein, dass nämlich jemand von euch auch eine neue Gabe entdeckt, eine neue Fähigkeit entdeckt oder dass du etwas auch trainierst, vielleicht machst du eine Ausbildung, eine Weiterbildung, ein Seminar, vielleicht machst du auch irgendwas, wodurch du nochmal eine Qualifikation bekommst. Das muss es aber nicht sein. Das kann ja auch komplett unabhängig davon sein, dass sich einfach eine neue Gabe zeigt oder du selber eine neue Fähigkeit an dir entdeckst oder die Weiterentwicklung einer Gabe oder Fähigkeit und du da merkst, wow,
ich habe hier ein Potenzial, ich kann damit etwas machen, das macht eine neue Tür für mich auf, die ich vorher nie gesehen habe. Dann ist es auch Selbstvertrauen zu haben, mehr in das Selbstvertrauen reinzugehen, in die Königsenergie reinzugehen, dass du weißt, dass du der König oder die Königin über dein eigenes Leben bist und dass du es verdient hast, gut behandelt zu werden, du aber auch andere, weil das auch der König der Stäbe, der ist ein weiser Herrscher, der ist gerecht, der ist inspirierend, der ist motivierend, der begeistert, der hat seine innere Flamme, also es ist ja auch das Feuerelement, der hat die aber gezügelt. Die Flamme brennt, er verbrennt sich daran aber nicht mehr, weil er kein Ritter mehr ist oder Bube, wo das Feuer auch mit ihm durchgeht. Nein, er ist so reif emotional, dass er ganz genau weiß, dass das Feuer auf einer mittleren Temperatur sein muss oder eine mittlere Größe haben darf, so dass er nicht zu klein ist, sich nicht selber untergräbt, aber es auch nicht in einem Flächenbrand ausartet, so dass andere Menschen um ihn herum verletzt werden oder er sich selber verbrennt. Und genau darum geht es, in deinem Selbstvertrauen zu sein, dein Licht leuchten zu lassen, eine Flamme zu haben, die dich wirklich innerlich immer wärmt, wo es dir gut mitgeht, wo du weißt, hier sitzt meine Leidenschaft, hier sitzt meine Begeisterung, hier sitzt meine Motivation, ich kenne mein Potenzial, ich kenne meine Leuchtkraft, genauso wie hier, und ich möchte die, und das möchte der König der Stäbe auch, ich möchte meine Leuchtkraft erweitern, ich möchte meinen Spielraum im Leben erweitern. Und das kann eben auch sein, dass du zum Beispiel für dich im September erkennst, ich möchte ein größeres Zuhause haben oder ich möchte mein Unternehmen, ich möchte damit expandieren, ich möchte mehr Dienstleistungen anbieten oder ich möchte mehr Leute einstellen oder ich möchte im Angestelltenverhältnis eine höhere Position haben oder ein größeres Team mehr aufbauen. Also es ist für jeden was anderes. Es kann auch privat einfach sein, dass du das Gefühl hast, ich möchte meinen Freundeskreis erweitern. Ich möchte in ein neues Arbeitsumfeld gehen, wo vielleicht das Unternehmen größer ist oder wo mein Team größer ist. Oder eben auch wirklich räumlich dieses Gefühl zu haben, ich möchte mich räumlich vergrößern. Oder auch das Gefühl von, ich möchte in die große, weite Welt hinaus. Ich möchte reisen, weil ich meinen Horizont erweitern möchte und meine Potenziale, die ich habe, nutzen möchte in einem größeren Raum. Oder eben auch, ich möchte mein Wissen erweitern. Und das ist wirklich bei dir, also ich fühle bei dir so voll diese Jupiter-Energie von, ich will größer werden, ich möchte meinen Lebensspielraum oder mein Spielplatz des Lebens möchte ich vergrößern. Wow, wundervolle Energie. Lieber Stapel 1, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Falls du ein Personal Reading buchen möchtest, findest du es in der Videobeschreibung. Wenn du auch den Channel mit einem Kartendeck sponsern möchtest, habe ich unten auch meine Amazon Wishlist verlinkt. Ich freue mich immer riesig darüber, euch mit neuen Karten zu versorgen. Und wenn du natürlich eine Spende so auch machen möchtest, eine PayPal-Spende, auch alles unten verlinkt. Ich freue mich riesig. Ich bedanke mich bei dir und meiner ganz tollen Community. Ihr alle seid so wundervoll. Ich wünsche dir einen wundervollen September. Ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem September-Orakel. Wer oder was erwartet dich im September? Und du hast ja hier schon diese wunderschöne Frau gewählt, die einfach nur am Strahlen ist, mit zeige deinen Spark, also zeig deine Flamme, zeig dein Flimmern, dein Glitzern, dein, ich weiß, ich habe gerade Einhörner im Kopf, zeig deinen Feenstaub und schein einfach wirklich, leuchte vom Innen heraus. Und ich finde, bei ihr, man sieht es einfach so krass, wie sie am Leuchten ist. Kristalle, also ich finde, es sieht jetzt aus wie so ein Amethyst. Könnten für dich sehr hilfreich sein, wenn du noch keinen Amethyst hast, ist das hier vielleicht der Aufruf, dass du dir einen Amethyst im September vielleicht kaufst oder schenken lässt.
oder ihn dir selber schenkst oder sonst, wenn du sowieso schon einen Amethyst hast, dass du damit öfter vielleicht arbeitest, den öfter bei dir trägst oder damit meditierst. Ich liebe Amethysten. Ich habe einen größeren, wirklich kraftvollen und den habe ich wirklich gerne auch mal, wenn ich meditiere. Deshalb, ich kann es nur empfehlen, wenn das auch was für dich ist, mach es gerne. Das ist so das eine. Dann ja, andererseits sowieso Kristalle. Vielleicht beschäftigst du dich auch im September mehr mit Kristallen. Vielleicht jeglicher Art. Muss jetzt auch nicht nur der Amethyst sein. Das bekomme ich noch so ein bisschen rein für dich. Und sonst, dass irgendwas im September noch passiert, warum du noch mehr strahlst. Also irgendwas Tolles passiert da. Ich bin super gespannt, was die Karten noch sagen. Was aber dein inneres Feuer so entfachen wird. Wow. Und auf jeden Fall ist hier ein Schlüssel. Bei ihr bekomme ich so rein, ganz viel Leichtigkeit, authentisch zu leben und auch in der Natur zu sein. Das bekomme ich irgendwie so mit der Energie rein. Wir schauen weiter. Wow, du hast die Priesterin mit Magie. Ich bin die Priesterin meines Lebens und vertraue auf meine einzigartige Magie. Also, bei dir möchte wirklich die Priesterin-Energie, also egal jetzt, ob du ein Mann oder eine Frau bist, egal ob Priester oder Priesterin, diese Energie trägst du in dir und die möchte noch mehr gelebt werden. Also du darfst irgendwie im September noch mehr auf deine eigene Magie vertrauen und auch noch mehr machen im Außen, dass dein Leben magischer wird. Also auch klar, dein Denken zu verändern und auch dir selber, vielleicht ist das auch dein neues Mantra zu sagen, ich bin Magie, ich bin ein magisches Wesen, und dass dir das auch so hilft zu verstehen, ja, oder zu fühlen, halt auch wirklich verstehen ist ja immer das Erste, fühlen ist ja immer das Zweite, wirklich für dich so mehr zu fühlen, wie magisch du bist und wie magisch das Leben ist. Und hier ist es auch mit der Hellsicht, das ist ja die Kristallkugel hier, also vielleicht bist du ja, weißt das schon längst und lebst das auch und vielleicht machst du es sogar auch beruflich, dass du eine Hellseherin bist oder ein Hellseher. Und weil das irgendwie diese Gabe sich weiter bei dir entwickeln möchte und selbst jetzt ganz unabhängig, auch wenn du es beruflich nicht auslebst, geht es darum, dass du diese Gabe für dich verwendest, für dein Leben und für dein soziales Umfeld. Weil wir dürfen das einfach auch nicht vergessen. Man muss nicht immer alles beruflich ausleben. Klar, das ist der Weg. Ich meine, ich mache das ja auch. Ich liebe das. Aber ich habe das ja auch lange Zeit nicht gemacht. Und hatte ja dann den Effekt aber auf mein soziales Umfeld. Und das darfst du halt nicht vergessen, weil nicht für jeden ist ja auch der Weg, das jetzt als Beruf zu machen und muss ja auch überhaupt nicht. Aber es hat einen Effekt auf dein eigenes Leben, wie du mit deiner Intuition verknüpft bist, dass du gewisse Dinge vorhersehen kannst, dass du dein Leben besser einschätzen kannst, dass du es magischer gestalten kannst und damit es ja auch magischer für die Menschen um dich herum machst, egal ob es beruflich oder privat, und diese Magie ja weiter ins Kollektiv reinbringst und so das ganze Kollektiv mit der Energie von Magie ja wieder positiv beeinflusst. Und umso mehr das ja von uns machen, desto magischer wird das Leben ja hier und desto anerkannter, weil das ist ja immer noch ein großer Punkt, auch in der heutigen Zeit, auch wenn wir dafür jetzt nicht, also hier auf jeden Fall nicht, dafür verfolgt werden und umgebracht werden und misshandelt werden. Trotzdem gibt es ja noch so viele Menschen im Kollektiv, die an sowas nicht glauben, die einfach nicht daran glauben, dass es Hellsicht gibt, dass Menschen die Zukunft voraussagen können oder dass Menschen Energien wahrnehmen können. Ja, weil es natürlich auch viele davon komplett abgeschnitten sind und sie selber das alles nicht wahrnehmen. Aber in jedem Menschen liegt das Potenzial dafür, das Bewusstsein dafür, das zu tun und diese Gaben zu leben, nur
ganz viele sind davon abgeschnitten. Und indem aber jeder, der davon nicht abgeschnitten ist, wo man schon so ansatzweise es merkt, ah, ich habe diese Gabe oder andere von euch in einer großen Art und Weise wisst, ihr seid ein Medium und ihr seid Heiler und ihr wart schon mal Priester und Priesterin oder identifiziert euch in diesem Leben auch als ein Priester oder eine Priesterin, was auch immer ihr, also wie ihr das bezeichnet oder ob ihr sagt, ich weiß, dass ich magisch bin, ich weiß, wie magisch das Leben ist. Es geht ja darum, dass jeder von euch, der das weiß, das ins Kollektiv schicken kann und es weiter verbreiten kann, so dass es einfach irgendwann für die breite Masse, für einen großen Teil der Menschheit wieder ganz normal wird, weil genau das war ja in Hochkulturen der Fall. Es war komplett normal, dass jeder da seine spirituellen Gaben komplett gelebt hat. Und da war Mediumship, also Hellsichtigkeit zum Beispiel, oder Hellhörigkeit oder Hellfühligkeit, das war ja nichts Außergewöhnliches, sondern jeder wusste, ja, wir haben diese Gabe und wir leben damit und unser Leben ist danach ausgerichtet. Wow, wir schauen weiter. Du hast die Weisheit des Kristallschädels, Klarheit, göttliche Heilung, hochschwingende Energie. Wow. Also bei dir darf im September Klarheit über ein Thema reinkommen, was dich gerade noch beschäftigt und verwirrt, wo du sagst, ich sehe den Weg nicht. Innerhalb vom September siehst du klarer und du wirst Antworten bekommen auf Fragen, wo du dich, glaube ich, heute, also dir heute wirklich denkst, ich habe keine Ahnung, wie das sich fügen soll oder was da passieren soll. Da kommt was rein. Heilung passiert auch auf einem ganz deepen Level. Deine Schwingung wird sich erhöhen. Viele von euch kann sein, dass ihr sowieso aktiv daran arbeitet, ihr gewisse Themen habt und wirklich gezielt auch Dinge macht für euren Körper oder für euren Geist, für eure Seele, die das heilen. Ich bekomme aber auch rein, dass da Heilung stattfindet auf einem noch tieferen, unterbewussteren Level, wo du gar nicht aktiv dran arbeitest und noch nicht mal weißt, was das überhaupt für eine Wunde ist. Aber das wird abgenommen, dir von gewissen Wesen, habe ich gerade gehört. Irgendwie sagen sie nicht, wer das wirklich ist, aber dass da Tiefenheilung in der DNA in Bezug auf ein Thema, ich bin gespannt, ob das Thema sich noch zeigt oder ob das wirklich auch im Ungewissen bleiben soll, da stattfindet. Und dafür brauchst du aktiv nichts zu tun für dieses Thema. Das ist aber jetzt bitte nicht falsch verstehen. An den Themen, an denen du arbeitest, sollst du es nicht aufhören zu arbeiten und sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und hier wird alles von allein geheilt. Nein, bitte, wenn du Themen hast und da sowieso in der Heilung bist und das weißt, mach es bitte im September weiter. Aber es gibt ein Thema, was geheilt wird, von dem du keine Ahnung hast. Und das nimmt dir das Universum ab. Wow, schauen wir weiter. Du hast hier den Katalyst und also den Katalysator. Und das ist jetzt spannend. Für manche von euch, also du bist das selber. Für manche ist es wirklich, du bist das selbst. Und du entdeckst im September neue Gaben oder eine neue Gabe, die du dir nicht bewusst warst. Für andere ist es, dass ein anderer Mensch dich triggert. Also es ist ein Katalysator, gibt es ja auch im Twin Flame Konzept, dass es da auch so Twin Flames gibt, also Fake Twin Flames, die als Katalysatoren dienen, die dich triggern und dir etwas über deine Selbstliebe zeigen, wo sie eine krasse Wunde hat. Gibt es auch bei Soulmates, keine Frage. Wirst du schon erlebt haben, dass Menschen oder ein Mensch in deinem Leben war, der dich so hart getriggert hat und dir im Endeffekt damit gezeigt hat, wie schlecht es um deine Selbstliebe bestellt ist, sagen wir das jetzt mal so, oder um deinen Selbstwert. Und das kann im September auch nochmal passieren, dass du das nicht selber bist, die das erkennt oder der das erkennt, sondern dass eine andere Person dir etwas sagt, was dich so triggert, wodurch du erkennst,
was du für ein Thema hast, wo du dich vielleicht nicht magisch fühlst, wo du nicht am Strahlen bist. Das hat was damit zu tun, mit dem Wert, und mit der Selbstliebe, mit dass du dich in einer Form, in irgendeiner Hinsicht verunsichert bist, wo du irgendwie dich noch nicht traust, dein Strahlen so zu zeigen oder eine Gabe so zu zeigen. Und für andere ist es aber, dass es nicht durch einen anderen Menschen kommt, sondern du das im September selbst erkennst. Spannend. Schauen wir weiter. Du hast hier das Sextil. Und hier geht es wieder um deinen Flow und Potenziale und dass eine Belohnung auf dich wartet. Diese Belohnung wird kommen, nachdem du ein Thema für dich geheilt hast und es dir bewusst gemacht hast. Und dann bekommst du wieder ein Potenzial, also dir wird eine neue Fähigkeit, eine neue Gabe gezeigt werden. Das kann auch sein, dass es eine Gabe, eine Fähigkeit ist, von der du schon weißt, dass du die hast, aber dass die sich weiterentwickelt und dir dadurch wirklich nochmal neue Türen öffnet. Und das kommt als Belohnung dafür, dass du vorher etwas geheilt hast. Wow. Schauen wir weiter. Ich bin lebensbejahend. Ich sage ja zu mir selbst. Ja, ich kann. Ja, ich will. Ja, ich bin wundervoll. Und das passt einfach so krass hier zu der Magie, zu dem, dass du hier etwas auflösen darfst, was mit Thema Selbstliebe, Selbstwert zu tun hat, etwas in die Heilung geht und du wirklich, das sollte wirklich dein neues Mantra sein. Vielleicht machst du dir einen Screenshot davon, dass du ja zum Leben sagst. Ja zu deinen Talenten. Ja zu deiner eigenen Magie und ja zu deinem Strahlen. Wow. Schauen wir in dein Liebesorakel. Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Und das merke ich halt auch so hier mit dieser Karte. Das ist so dein Jackpot. Also wenn du das im September schaffst, in so eine eigene strahlende Flirt-Energie zu kommen. Und Flirten muss, also klar kannst du es natürlich auch im romantischen Sinne sehen und auch mit anderen rumshakern und flirten, wenn das so dein Bedürfnis ist und wenn du das machen möchtest. Das ist das eine, aber das andere ist halt auch diese Flirt-Energie gegenüber dir selbst zu haben, wirklich selber so unbeschwert zu sein, dich so gut in deiner eigenen Haut zu fühlen, so zu strahlen, dass du einfach verliebt in dich selbst, also im Endeffekt so vom Gefühl her bist und verliebt in dein eigenes Leben und verliebt wirklich in die ganze Welt, in die Natur, in die Menschheit, dass du wirklich halt auch so das Schöne sehen kannst, die Leichtigkeit sehen kannst, dass du ja zum Leben sagst. Also für mich ist das so ganz viel Energie, sich selbst in sein eigenes Leben zu verlieben. Und natürlich auch in andere Menschen, klar, da fällt es natürlich leicht, mit deinen Liebsten, mit deinen liebsten Freunden, mit deinem romantischen Partner, deiner Partnerin, wenn da jemand ist, oder deinen Kindern, deinen Tieren, also wer auch immer, Familienmitgliedern, die du sonst hast, weil das so abstrahlt und du halt auch einfach diese lebensfrohe, darum geht es halt, in diese Lebensfreude zu kommen, dass du das ausstrahlst und damit jeden anderen irgendwie ansteckst. Und deshalb kommt dieses Thema auch mit dieser Magie, glaube ich, so rein, weil du so magisch durch diese Heilung und durch diese Weiterentwicklung, wirst, dass auch andere in dir diese Magie sehen, dieses Glitzern im Augen, dieses Leuchten im Augen und du wirklich zu so einem, ja, zu einem Magnet wirst, der andere so mitbegeistert und mitnimmt auf diese Reise der Lebensfreude und der Unbeschwertheit. Wow, wir schauen in dein Engelsorakel. Du hast das Vertrauen. Wir haben hier auch die meditative Haltung. Wow, da sind ja auch wieder Tiere und Blumen. Also Natur hatten wir jetzt auch schon mal, dass das super geeignet für dich wäre. Vielleicht auch, dass du im September eine Möglichkeit hast, auch draußen mal meditierst. Ist auch für jemanden die Botschaft.
Es geht hier um Vertrauen in deine eigene Magie, habe ich gerade gehört. Vertrauen darin, dass du etwas heilen kannst, was vielleicht gerade für dich auch eine Blockade darstellt, wo du gerade sagst, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das heilen soll. Es ist etwas, was mich lange Zeit beschäftigt. Es ist etwas, wo ich irgendwie keine Lösung für finde, wo ich irgendwie nicht mehr weiß, wie soll das vonstatten gehen. Und hier ist wirklich von den Engeln die Botschaft, bitte hab Vertrauen, es wird geheilt werden. So, du kannst dafür selber natürlich was tun, wenn du Themen kennst. Aber wie gesagt, da wird auch etwas geheilt, von dem du, was damit vielleicht verknüpft ist, aber wo du nicht rankommst, weil es zu unbewusst ist. Aber das nimmt dir das Universum ab und du darfst jetzt lernen zu vertrauen in dein Leuchten. Weil hier, ich finde, das wird hier auch schon wieder so gehighlightet, dieses Leuchten, dass du das bist, dass du dich halt aus der Meditation heraus in deinen Lichtkörper begibst, dass du dich ausdehnst, dass dieses Leuchten wirklich in das Kollektiv reingeht und dass du dieses Vertrauen hast, dass du diese Macht hast, diese Power hast, so zu leuchten. Wow. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Vertrauensthema ist, woran du hart zu knapsen hast und was geheilt werden möchte. Das ist auch noch für jemand die Botschaft. Schauen wir in dein Tarot. Du hast den König der Münzen und das kannst du selber sein oder in die Energie gehen oder es kann jemand anderes sein, den du kennenlernst. Also wenn du Single bist, kann auch sein, dass ein König der Münzen, egal ob Mann oder Frau, in dein Leben tritt. Und das ist ein Mensch, der sehr reif ist und der dir in Bezug auf emotionale Reife, Stabilität, Verlässlichkeit, dir entgegenbringt oder du halt noch für dich auch selber verlässlicher wirst oder dass du jetzt vielleicht auch für dich merkst, vielleicht auch wenn du Single bist, ich möchte jetzt wieder in was Ernsthaftes reingehen, ich möchte etwas, was langfristig ist, was beständig ist, was was für mich auch sicher ist, wo beide sich wirklich vertrauen können, wo beide sich zusammen wirklich auch was aufbauen, weil beide es wirklich ernst meinen. Also das ist auch für jemanden hier die Botschaft. Und für andere, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist, dass du eben da auch dabei bist, vielleicht mit deinem Partner oder Partnerin zusammen oder eben auch für dich, also dass beide auch individuell so sind, dass beide sich Sicherheit geben für sich selber, dass beide sich finanziell noch größere Träume haben, sich da was am Aufbauen sind, was anderes vielleicht am Machen sind, dass du Projekte im Kopf hast, beruflich weiterkommen möchtest, jetzt egal, ob es geldtechnisch ist oder auch verbunden einfach in deinem Können, in deinem Potenzial, was, also hatten wir jetzt ja auch schon ganz oft, dass es um dein Potenzial, deine Talente geht, dass du das also auch da einfach weiterkommen möchtest, da weiter trainieren möchtest und für dich einfach ja für andere Menschen Gutes tun möchtest, ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung oder eben einen tollen Job abliefern möchtest, wenn du angestellt bist und da halt höhere Ziele hast. Und es kann aber auch für manche sein, dass ein Mentor, eine Mentorin reinkommt oder diesen Menschen kennst du schon, der dir in Bezug auf das Thema Finanzen etwas beibringt oder in Bezug auf kluge Investitionen auch von Zeit, nicht nur von Geld, sondern generell von Ressourcen. Und jemand, der emotional auch sehr reif ist. Es kann aber auch sein, dass du diese Rolle für jemand oder für mehrere andere spielst, dass du halt zur Mentorin, Mentor wirst und das zeigst und dir wirklich was aufgebaut hast und da jetzt auch vielleicht im September auch nochmal eine Ernte kommt, weil du längere Zeit an etwas gearbeitet hast oder ein Ziel hattest, wofür du was getan hast, viele Schritte eingeleitet hast. Kann auch was mit dem Zuhause zu tun haben, also es muss jetzt nicht nur beruflich sein. Es kann auch sein, dass du zusammen mit jemand anderem eine Freundschaft echt aufgebaut hast und beide sich da jetzt richtig sicher fühlen oder eben auch eine Partnerschaft, dass ihr da auf eine andere Ebene geht und da irgendwie immer mehr merkt,
wow, wir sind hier zusammengewachsen oder wir wollen jetzt wirklich vielleicht den nächsten Schritt gehen und dass wir das hier noch ernster meinen. Das kann es auch sein. Oder es geht einfach auch um deinen eigenen Lebensweg, dass du halt wirklich für dich gewisse Ziele hast in der materiellen Welt, aber eben auch emotional, wo du halt für dich entscheidest, so und so möchte ich in der Zukunft leben, das möchte ich materiell erreichen, das möchte ich in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften erreichen. Ich möchte so und so emotional erfüllt sein und glücklich sein und dafür ja, will ich vielleicht auch noch mal was verändern in meinem Leben oder mich weiterentwickeln. Das bekomme ich so bei vielen rein. Genau, und mit König der Münzen, wenn es hier um Sternzeichen geht, sind das die Erdzeichen, also Steinbock, Jungfrau und Stier. Kann sein, dass du das selbst bist oder der andere, muss aber nicht das Sonnenzeichen sein, sage ich auch immer gerne. Die können auch eine Platzierung davon in ihrem Aszendenten haben, im Mondzeichen, in der Venus, im Mars, gibt es verschiedene, im Merkur zum Beispiel. Genau. So, lieber Stapel 2. Das waren deine Botschaften für September. Ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich riesig über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wenn es dir gefallen hat und du ja deine Energie einfach auch mit meinem Kanal vermischen möchtest, bitte tu das gerne. Wir unterschätzen das immer, weil auch diese Community jetzt schon, die sich da gebildet hat, für die ich so unglaublich dankbar bin. Wir sind jetzt auch schon ein Kollektiv und wir haben alle zusammengebündelt unsere Energie, die wir ins große Kollektiv schicken. Und das darf man nicht unterschätzen. Deshalb, wenn du Teil dieser Community sein möchtest, dann abonniere es, vermisch deine Energie, so dass ich für dich auch noch konkreter channeln kann. Und falls du eine Star Soul werden möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung, freue ich mich riesig. Da haben wir mal einmal im Monat eine Mastermind, die wundervoll bereichernd immer ist. Genau, wenn du Personal buchen möchtest, findest du auch in der Videobeschreibung. Wenn du meinen Kanal anderweitig unterstützen möchtest, mit Tarotkarten zum Beispiel oder einer Spende, du findest alles unten. Ich freue mich, ich sag danke, schicke dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem September-Orakel. Wer oder was erwartet dich? Du hast ja schon diese wundervollen Frauen gewählt und mit der Botschaft, du bist ja perfekt und schön oder schön perfekt. Und vielleicht ist bei dir hier ein Körperthema, dass du daran arbeitest und dich irgendwie aktuell nicht so perfekt fühlst, dass irgendwas an deinem Körper ist, was du gern verändern würdest, oder bekommen wir für manche rein ein gesundheitliches Thema. Also für manche ist es wirklich ein Schönheitsthema, dass du irgendwas an dir verändern möchtest. Und das heißt ja jetzt nicht unbedingt am Körper. Es kann ja auch sein, dass du vielleicht auch für dich sagst, ich fühle das irgendwie jetzt auch einen neuen Stil zu haben. Ich möchte irgendwie meinen Klamottenstil ändern oder jetzt für Frauen vielleicht dann auch, wie ich mich schminke, so vermehrt für Frauen, für Männer gilt das natürlich auch, die sich schminken wollen. Genau, also das zum Beispiel oder dass du einfach, ja, vielleicht deine Haare verändern möchtest, bekomme ich rein. Oder für manche eben aber auch gesundheitlich, dass da irgendwas im Körper ist, was dich beschäftigt und dieses, du bist so wunderschön, wie du bist. Also, ich bekomme hier so zwei Sachen rein. Das eine ist, klar, dass das was mit Selbstliebe zu tun hat und dass das mit Annahme zu tun hat, dass jeder von uns auf die eigene Art und Weise wunderschön ist und dass man das erkennen darf und dass man natürlich seinen Körper als seinen heiligen Tempel sehen sollte und dass man ihn liebt, weil dein Körper tut so viel für dich und dein Körper ist einfach, ja, das Gefäß deiner Seele und wir können ja so dankbar sein, dass wir den haben und dass der jeden Tag so viel für uns macht und so gut funktioniert, auch wenn er irgendwelche Beschwerden hat, aber trotzdem funktionieren ja ganz viele Dinge und das ist natürlich das eine Bewusstsein, wo du vielleicht noch mal mehr reingehen darfst, da mehr in diese
Ja, Body Positivity zu gehen, also wirklich so in diese deinen Körper zu lieben. Aber das andere, was ich auch reinbekomme, ist, dass es ja natürlich auch jedem frei steht, etwas am Körper zu verändern, wenn es dir nicht gefällt und dir was und dir es dir was anderes besser gefällt. Und irgendwie bekomme ich für manche aber noch so das Thema rein, dass du dich von anderen Menschen, also es ist für manche die Botschaft, dass du dich von anderen verunsichern lässt und von Schönheitsidealen, die allgemein gelten und es aber darum geht, dass du dich ja schön findest und es nicht darum geht, dass eine Masse von Menschen dich schön findet oder dass, ja, weiß ich nicht, gewisse potenzielle Liebespartner, dich schön finden. Oder du deshalb irgendwie das Gefühl hast, also irgendwie, ich habe hier so ein Thema mit Authentizität für manche. Es geht darum, dass du dich so kleidest oder deinen Körper so gestaltest oder umänderst, wie auch immer, was auch immer du dafür Bedürfnis hast, dass es dir gefällt. Und es spielt keine Rolle, was jemand anderes dazu sagt, weil die richtigen Menschen, die wirklich zu dir gehören und dich lieben sollen oder dich attraktiv finden sollen, die lieben dich oder finden dich ja attraktiv um deinetwillen und nicht darum, dass du irgendeine Maske trägst oder irgendwas tust, was du eigentlich gar nicht tun willst oder dich kleidest, obwohl du es gar nicht machen willst, weil du denkst, dass das attraktiv wäre für viele andere Menschen. Also das ist ein Thema für jemanden hier. Genau. Und das ist das. Für manche habe ich jetzt auch gerade so noch reinbekommen, es kann sein, dass du im September dich tätowieren lässt. Dass das ein Thema ist, dass du halt so dabei bist. Genau, und also für andere jetzt von euch, die gar nicht dieses Thema haben und super glücklich mit ihrem Körper sind und auch gesund sind und sagen, nein, es ist alles top, da geht es, glaube ich, nur darum, dass du dich richtig schön fühlen wirst im September und voll das gute Körpergefühl haben wirst und dass du vielleicht einfach das eine oder andere machst, dass du dir vielleicht irgendwas Neues zum Anziehen kaufst und irgendwie dich dadurch ja irgendwie noch mehr so darüber freust oder jemand eben sich tätowieren lässt und du dich darüber total freust, weil das für dich so voll die Verschönerung ist oder dass jemand sich die Haare anders schneidet und dann, dass du halt da irgendwie so sagst, ja, das ist irgendwie, boah, ich freue mich total so darüber, das gemacht zu haben, weil mir gefällt das jetzt irgendwie und dadurch fühlst du dich noch attraktiver so für dich selbst. Genau. Okay, schauen wir mal weiter. Du hast Kleopatra mit Führung. Ich übernehme die Führung, denn ich bin die Königin meines Lebens. Vielleicht hast du zu Kleopatra und also zu Ägypten, sowieso eine krasse Verbindung. Mit Kleopatra ist für mich auch immer verbunden die Göttin Isis. Vielleicht ist das sowieso auch eine Verbindung. Vielleicht weißt du auch, dass du da früher inkarniert bist. Vielleicht bist du sogar als Kleopatra inkarniert. Vielleicht trägst du auch viel Energie von Isis in dir. Das kann natürlich sein. Wenn das jetzt auch mit Isis ist, ist es ja auch eine sehr magische Göttin und es geht ja auch immer um eine Wiedergeburt. Also es kann auch sein, dass du gerade das Gefühl hast und auch im September, dass du dich eben veränderst und vielleicht auch wirklich körperlich veränderst und du da so eine Neugeburt durchmachst. Deshalb, vielleicht ist es auch wirklich so, dass du jetzt so um die Septemberzeit herum auch wirklich was an deinem Körper veränderst oder eine neue Heilmethode für deinen Körper ausprobierst, weil du irgendeine Beschwerde hast und die wirklich zur Heilung dann führt und du was anders machst oder dich gesünder ernährst oder vielleicht mehr Sport machst. Für jeden ist es was anderes, aber es bringt dich dazu, dich noch mehr wie eine Königin zu fühlen und wie Kleopatra, dass du wirklich die Führung über dein Leben, dein Körper übernimmst und dich wunderschön fühlst. Also und zwar einzigartig, authentisch wunderschön, weil auch über Kleopatra wird auch, also ich habe sehr viele Biografien, also verschiedene von ihr gelesen, weil mich Kleopatra unglaublich fasziniert. Und sie wird eigentlich auch ganz oft doch beschrieben, dass sie gar nicht so eine klassische Schönheit war von diesem, also von einem Schönheitsideal, was es damals gab, soll sie gar nicht so gewesen sein. Und trotzdem
wurde sie ja wirklich so, also krass verehrt. Und genau das ist der springende Punkt. Und das will ich hier sagen. Es geht nicht darum, einem Schönheitsideal zu entsprechen, was die Masse angeblich als attraktiv empfindet, sondern es geht darum, deine einzigartige Schönheit zu ehren, zu feiern und dich dafür selbst zu lieben. Und Kleopatra ist dafür ein super Beispiel und ist ja auch einfach eine unglaubliche Persönlichkeit gewesen, ja, die beeindruckend ist. Und genau darum geht es aber auch bei dir, dass du selber für dich entscheidest, wie beeindrucke ich mich selbst oder wie lebe ich meine Schönheit aus, wie lebe ich meine Smartheit aus, weil ich meine, Kleopatra war so eine starke, intelligente Frau und genau das eben, was sind deine Vorzüge, was sind deine Talente, was sind deine Fähigkeiten und die dafür zu verwenden, dein Königreich so zu gestalten, wie du das wünschst und wie du eben einzigartig bist. Und genau das hat Kleopatra getan. Sie hat einfach ihr Leben als sein Königreich gesehen und sie hat ihre eigenen Ziele verfolgt und hat einfach so Unglaubliches erreicht. Und in diese Energie darfst du im September noch mehr kommen. Wow, schauen wir mal weiter. Das ist die Merkaba-Aktivierung mit Transzendenz, Aufstieg, du erhebst dich. Und genau das ist so die Energie. Also vielleicht möchtest du dich auch diesen Merkaba-Stern verbinden. Vielleicht hast du sowieso auch eine besondere Verbindung dazu. Bei dir geht es darum, und deshalb wundert es mich auch nicht, dass Kleopatra und Isis hier reinkommen, dass du deine Energie ein Level abbekommst und dass du da nochmal in ein höheres Level gehst. Und dadurch wird das in dir aktiviert, dass dein Selbstwert steigt. Und dass deine Art, also ich glaube, dass du im September auch so, also so Ideen, Geistesblitze bekommst, eine andere Sicht irgendwie auf dich und was Schönheit bedeutet, was wahre Schönheit eigentlich ist. Wow, schauen wir weiter. Du hast The Rogue und das ist eine ganz spannende Karte. In dieser Karte geht es darum, dass du in dir gewisse Dinge nicht siehst. Und gewisse Potenziale, die du hast, nicht siehst. Und deshalb, dass also das Universum oder von außen andere Menschen dir das spiegeln. Und es kann sein, dass da das ein oder andere passiert mit einem anderen Menschen oder mit einer Situation, wo du merkst, den Weg, den ich da eingeschlagen bin, der funktioniert so nicht. Und es kann jetzt geldtechnisch sein, das kann beruflich sein, das kann mit einer Liebesbeziehung sein, das kann innerhalb einer Freundschaft sein, das kann mit Familienmitgliedern sein, Thema Zuhause, Thema Hobbys, Job habe ich glaube ich schon gesagt, beruflich. Jeder Lebensbereich, bei jedem ist das hier was anderes. Kann es sein, dass etwas nicht funktioniert, wie du dir das vorstellst oder gewünscht hast oder mal gedacht hast, dass das dein Weg ist. Und das ist, weil das Universum dich umleiten will. Das Universum will dir zeigen in einem bestimmten Thema, dass das so nicht funktioniert, weil das nicht dein Weg ist. Und da du, und solche Phasen, ihr kennt die alle, jeder hat sowas schon mal mitgemacht, weil wir manchmal nicht das sehen können und es muss uns im Außen gezeigt werden, so dass du umgeleitet wirst auf den richtigen Weg. Und es kann sein, dass du dieses Gefühl jetzt schon bei einer Sache hast und dass das im September, das wird sich aber innerhalb, also bis Ende September habe ich das Gefühl, wird sich das bei dir auflösen, dass du es irgendwann innerhalb der nächsten 4 Wochen dann verstehst und siehst, ah ja, okay, das soll wirklich nicht funktionieren und deshalb
geht jetzt hier eine neue Tür auf, weil ich akzeptiere, und das ist hier der Schlüssel, ich akzeptiere, dass diese Tür, dass ich die zumache. Und das hat was mit deiner neuen Schwingung zu tun, weil das, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder vielleicht gerade noch machst, das passt nicht mehr zu deinem neuen Ich. Das ist nicht mehr Teil deiner Zukunft. Und es ist ganz oft so, dass wir das ja eine Zeit lang nicht wahrhaben wollen, weil es unbequem ist, weil man aus der Komfortzone raus muss, weil es dich vielleicht in das Gefühl von Unsicherheit bringt, weil ja das andere wusstest du ja genau, was du bekommst, egal ob es ein Job ist, der dann dir finanzielle Sicherheit verspricht oder du weißt die Tätigkeit, was du da ausübst und es dir deshalb Sicherheit gibt oder eine bestimmte Beziehung, die dir Sicherheit gegeben hat oder ein bestimmtes Zuhause, wo du dich vielleicht jetzt fragst, wie soll das alles funktionieren? Wie soll ich hier ausziehen? Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Also das zum Beispiel auch, kann es natürlich auch sein. Oder irgendein anderes Ziel, was du dir gesetzt hast im Leben. Ich meine, es gibt ja viele Sachen. Und dass dir aber das Universum zeigt, das ist nicht mehr für dich, weil du erhebst dich gerade, du kommst in ein anderes Energielevel und deshalb gehst du auch in eine neue Realität. Boah, spannend. Schauen wir mal weiter. Du hast hier die Fische, vielleicht bist du Fisch, vielleicht hast du auch irgendeine bestimmte Besetzung in deinem Geburtshoroskop, dass Fische stark ausgeprägt ist oder dein 12. Haus stark ausgeprägt ist. Hier geht es um deine Intuition, um die Intimität und um das Mitgefühl. Und genau das ist es nämlich, was mit diesem Thema zu tun hat, wo du umgeleitet wirst. Du darfst im September lernen, viel mehr auf deine Intuition zu hören, weil deine Seele, das ist aber die Herausforderung bei vielen, dass man die Seele nicht hört, dass der Verstand einfach immer so laut ist, dass man ja, es nicht weiß, was jetzt der Verstand sagt oder was jetzt die Seele eigentlich sagen möchte. Und deshalb kann ich dir nur empfehlen, viel mit dem Stirnchakra zu arbeiten, viel, also mit dem dritten Auge, damit du eine bessere Verbindung zu deiner Intuition bekommst, wenn das ein Problem bei dir ist, wenn du sowieso total intuitiv bist, dann ist jetzt hier einfach nur die Botschaft, bitte hör vermehrt im September auf deine Intuition, gerade wenn irgendwas passiert, wo du merkst, das funktioniert so nicht oder ich fühle mich mit einem Menschen nicht gut oder ich fühle mich in dieser Situation nicht gut. Bitte hör auf dein Warnsystem und bitte akzeptiere dann eben auch die Umleitung. Nennen wir das mal so, die Umleitung und hör da einfach, weil es wird eine neue Tür für dich aufgehen. Aber ich habe hier so wirklich, dieser Schlüssel ist aber flexibel zu bleiben wie die Fische. Und das ist halt deren größtes Talent auch, sehr flexibel sich anpassen zu können, auch an Neuerungen, an neue Umstände, an Veränderungen, offen zu sein für eine Veränderung. Und hier ist auch eine Botschaft für jemanden, offen zu sein, auch für etwas, was du nie geglaubt hättest, dass du das vielleicht tust oder dass du an diesen Ort gehst oder dass du das beruflich vielleicht machst, weil das ist hier der Schlüssel, dass du offen bist, weil ein anderer Weg in irgendeiner Hinsicht auf dich wartet. Für manche sind das größere Veränderungen, für andere sind das kleinere. Aber auch da bitte umdenken, dich selber umleiten und offen sein, dass vielleicht etwas ganz anders kommt, als du gedacht hast. Wow, schauen wir weiter. Ich bin zu Hause. Ich fühle mich in mir selbst zu Hause. Ich bin endlich in meinem Innersten angekommen. Wow. Und damit ist es für manche wirklich das Thema zu Hause, dass das ein Thema ist, wo du flexibel sein darfst, wo du umgeleitet werden sollst. Und das aktuelle Zuhause ist in Zukunft nicht mehr bleiben soll. Das ist für manche, nicht für alle. Für andere bekomme ich rein, es hat was mit deiner Familie zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du da offen bleibst, dass sich da was verändert, vielleicht in der Familienstruktur, vielleicht gibt es Zuwachs, vielleicht
geht aber auch jemand, vielleicht trennt sich auch jemand, und deshalb verlässt jemand die Familie, oder da ist auch ein Thema, dass vielleicht auch deine Familie woanders hinzieht oder Freundschaften, weil ich bekomme ja nicht nur die DNA-Familie, ich nenne das ja immer so gerne DNA-Familie, sondern auch die Seelenfamilie rein, und die kann ja natürlich auch, also die kann ja aus DNA-Familie bestehen, muss aber nicht, kann auch aus Freunden bestehen oder aus einem romantischen Liebespartner, Liebespartnerin oder aus Kindern oder aus Haustieren, und es geht halt darum, da flexibel zu bleiben, in irgendwie Strukturen deiner Liebsten um dich herum, Familie, Freunde, oder eben auch wirklich mit dem eigenen Thema zu Hause, und dass das so der Schlüssel ist, und das ist, glaube ich, auch ein Teil deines Aufstieges, dass du dich zu Hause in dir selber fühlst und dass du bei dir wirklich noch mehr ankommst und mit dir noch mehr, habe ich gerade gehört, im Reinen bist. Du bist dein Tempel, du bist dein Zuhause. Wow, okay. Schauen wir weiter. Ja, du hast den Rückzug, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Und ich weiß, dass viele von euch das sowieso schon auch vermehrt machen, aber im September ist wohl was, und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass du immer mal wieder die Ruhephasen gönnst, mit dir bist oder auch mit deinem Liebsten. Ich meine, sie sind jetzt hier auch zu zweit, dass du vielleicht auch Pärchenzeit brauchst, wenn du Single bist, vielleicht eben aber auch mit jemandem, den du datest. Oder eben auch für dich allein oder wirklich mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund, dass es vielleicht auch einer Freundschaft richtig gut tut, dass ihr vielleicht zu zweit mal was macht und euch aber sonst auch rauszieht. Eben, aber ich bekomme auch rein, so sich zurückzuziehen von gewissen Menschen, ja, wo du das Gefühl hast, okay, da fühle ich mich nicht zu Hause, da fühle ich mich nicht wohl, da fühle ich mich nicht angekommen, sondern da fühle ich mich ja sehr unwohl mit, vielleicht auch das, oder eben auch aus einer beruflichen Situation zurückzuziehen, wenn du das Gefühl hast, passt irgendwie nicht, ich fühle mich hier nicht gut. Also es kann auch sein, dass es vielleicht was mit einer Krankschreibung im September zu tun hat, dass du einfach vielleicht auch körperlich einfach eine Erkältung vielleicht hast oder dir anderweitig es dir nicht gut geht und du deshalb auch für dich entscheidest, nein, ich nehme jetzt hier eine Auszeit, es geht nicht mehr, ich muss jetzt heilen, ich muss jetzt bei mir sein, und dass du dich deshalb halt auch zurückziehst, kann natürlich auch sein, weil hier wirklich diese Aufstiegsenergie, die ist natürlich auch für den Körper anstrengend. Und deshalb brauchst du das auch. Und vor allen Dingen, wenn der ein oder andere von euch sich auch entschieden hat, vielleicht auch am Körper etwas zu machen, vielleicht hast du auch eine OP oder eben du hast vielleicht auch irgendeine Art von einer neuen Heilmethode oder vielleicht möchtest du auch fasten, dann, wenn du schon mal gefastet hast, weißt du ja auch, dass auch da du ganz viel Ruhe brauchst und dein Körper ganz viel Ruhe braucht und dass du dem das eben auch deshalb gibst und dass das aber auch gut so ist und auch von deiner Seele so gewollt ist, dass das jetzt zu dieser Zeit auch passiert, damit du zurückgezogen bist, damit du diesen Aufstieg integrieren kannst, dieses Level Up in deinem Körper und das Heilen passiert und du noch, also wirklich mehr in diese Führungspersönlichkeit über dein eigenes Leben kommst, aber vielleicht eben auch das für andere Menschen einnimmst, so dass du denen halt auch, also als Vorbild nochmal dienst oder zeigen kannst, nehmt doch bitte auch eure eigene Herrschaft an. Und es kann auch sein, dass du halt für andere Frauen total aktiv was machst. Also wow, das habe ich jetzt gerade auch noch reinbekommen. Vielleicht eröffnest du auch irgendwas oder hast da so einen Mädelsclub mit Freundinnen oder du bist wirklich du engagierst dich vielleicht auch beruflich dafür, andere Frauen in ihrem, ja, irgendwie auch darin zu
pushen, dass sie sich auch in ihren Körpern gut fühlen. Thema Schönheit vielleicht, aber eben auch emotional, psychologisch, vielleicht eben auch spirituell, dadurch, dass du selber Heiler bist oder Heilerin und dass du da eben auch diese Themen mit anderen vielleicht bearbeitest und oder eben auch durch das eigene, was du machst oder vorlebst oder du jetzt vielleicht selber irgendeine Heilmethode anwendest, dass du dafür eben dann auch ein Vorbild für deine Freundinnen oder für deinen sozialen Umkreis oder deinen beruflichen Umkreis bist, so dass die auch dazu ermutigt werden, das auch vielleicht auszuprobieren, weil sie ähnliche Probleme vielleicht haben. Wow, das habe ich noch reingekommen. Okay, schauen wir mal in dein Tarot. Wow, du hast die 9 der Münzen. Und das ist nämlich wirklich diese Wertigkeit und diese Selbstliebe. Und da rein sollst du dich noch mehr entwickeln. Du sollst dich echt noch mehr in deinem Körper wohlfühlen, emotional wohlfühlen, finanziell wohlfühlen und wirklich für dich dieses Gefühl haben, ich lebe wirklich meine Königin-Mentalität aus. Ich liebe mein Leben. Ich herrsche über mein Leben. Ich ehre mich wie eine Königin und ich leiste mir meinen Luxus, was auch immer das für dich bedeutet. Aber da möchte dich deine Seele noch mehr reinführen, so dass du unabhängig bist. Also wirklich unabhängig von Finanzen von anderen Menschen, unabhängig emotional von anderen Menschen. Und auch in deiner eigenen Wahrnehmung oder auch in deiner eigenen spirituellen Entwicklung, das habe ich auch gerade irgendwie reinbekommen, auch da unabhängig zu sein, deinen eigenen Weg zu gehen und deshalb auch für viele irgendwo als ein Leitstern zu gelten, als ein Vorbild auch zu gelten und tolle Inhalte, weiß ich nicht, oder dein Wissen weiterzugeben oder halt selber auch so zu strahlen und wirklich zu zeigen, schau, ich habe das und das gemacht, erfolgreich und hier, du kannst das auch ausprobieren, wenn du das irgendwie, wenn es dir auch was bringt oder ich denke so und so jetzt und habe den Prozess der Selbstliebe durchlaufen und jetzt bin ich wieder auf einem neuen Level und wir wissen ja, das endet ja nicht, du kannst immer was Neues dazulernen, aber dass da halt jetzt wieder ein neues Level kommen möchte und es kann für manche von euch auch sein, dass ihr eben dieses, weil da ist ja ein Thema, wo ihr das Gefühl habt, okay, es bricht was zusammen oder es funktioniert nicht, weil es dich umleiten will auf diesen Weg, in die Unabhängigkeit, in dass du dich wirklich wie eine Königin fühlst und dein Leben als etwas ganz Schönes und Wertvolles empfindest. Und das geht ja nur, wenn du dich selber als etwas Wertvolles empfindest. Wow, schauen wir noch, was die Engel zu sagen haben. Ja, dir werden andere helfen im September. Du ziehst damit auch, ja, Supporter an. Und ich bekomme es aber auch andersrum. Es kann sein, dass du hier neue Menschen kennenlernst. Vermehrt jetzt Frauen, aber es können auch Männer sein. Und wo ihr euch gegenseitig helft, wo ihr vielleicht auch eine neue Community, einen neuen Kreis, ich weiß nicht, irgendwie ein neuer Kundenkreis, irgendwas, also ist da oder ein neues Arbeitsumfeld, du hast neue Kollegen oder du lernst wirklich im September auch neue Freunde kennen oder für den einen oder anderen auch einen Liebespartner und ihr könnt euch wirklich selber gegenseitig irgendwie helfen und euch auch zeigen, wie wertvoll ihr gegenseitig seid. Aber genau das, damit diese Menschen reinkommen, damit du die kennenlernen kannst oder den einen Menschen kennenlernen kannst oder auch andersrum, damit die dich kennenlernen können, dafür ist diese Transformation wichtig in dieses höhere Level von Selbstliebe und höhere Level von Selbstwert. Wow, lieber Stapel 3, ich bin geflasht, ich weiß überhaupt nicht, was ich noch sagen soll. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Falls du ein Personal bei mir buchen möchtest, findest du alles in der Videobeschreibung. Falls du diesen Channel unterstützen möchtest, ich freue mich immer riesig. Danke, danke für alle, die das bisher auch schon gemacht haben. Es ist so lieb von euch. Findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung.
Wenn du eine Star Soul werden möchtest und dich also dieser Energie hier, meinen Channel auch bereichern möchtest und in meine Masterminds kommen möchtest einmal im Monat, freue ich mich riesig. Dann werd eine Star Soul und klick auf Mitglied werden. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen September mit diesen tollen Energien, wohin es geht. Eine ganz tolle transformative Zeit. Ganz viel Love and Sunlight für dich und bis zum nächsten Mal.